Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, du hast richtig gesehen. Ich habe ja eben im Intro mein Gewicht gefilmt. Und jetzt wirst du dir wahrscheinlich gedacht haben, ist die Leni nicht im Minicut? Wollte sie nicht ein bisschen definieren? Richtig, das war der Plan. Und dann kam unser Urlaub. Falls du mir auf Instagram folgst, dann hast du mitbekommen, dass wir für eine Woche im Urlaub waren. Es war natürlich alles so geplant. Ich hatte 3 Wochen Minicut, dann den Urlaub und dann nochmal 3 Wochen Minicut geplant. Ja, und im Urlaub stand wirklich der Fokus komplett auf dem Thema Entspannung. Ich habe mich wirklich sowas von entspannt. Ich habe super gut gegessen und das ist dabei rumgekommen. Spaß beiseite. Also letztes Jahr, 2021, war für uns extrem anstrengend. Und dieser Urlaub war wirklich notwendig. Und deswegen war es mir wirklich auch extrem wichtig, den Fokus auf meine Erholung zu legen. Und eben nicht zu schauen, dass ich total aktiv bin, dass ich auf meine Kalorien schaue. Ich habe wirklich gegessen, worauf ich Lust hatte. Ich habe auch wirklich nicht darauf geschaut, ob ich an dem Tag viele Schritte gemacht habe oder sowas. Dementsprechend ist das auch nicht verwunderlich, dass da ein bisschen was dazugekommen ist. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm und möchte euch hier nochmal direkt am Anfang so eine kleine Message mit auf den Weg geben. Genießt das Leben. Ein Urlaub ist jetzt nicht dafür da, dass man dann ständig auf die Kalorien schaut, sondern wirklich die Zeit mit den Liebsten genießt. Und das habe ich auch gemacht. Aber dennoch geht's jetzt weiter. Ich habe eine neue Routine und darauf gehe ich jetzt ein. Ich werde meinen Minicut also jetzt noch 3 Wochen fortführen. Und was mir in den ersten 3 Wochen nicht so gefallen hat, ist, dass meine Aktivität oft zu kurz gekommen ist. Also ich habe oft nicht meine gewünschte Aktivität in meinen Alltag integrieren können, weil auch einfach so viel anstand. Ist jetzt mal wieder eine Ausrede. Man kann es besser machen und das mache ich jetzt. Wir haben nämlich ein Laufband und das werde ich jetzt auch einsetzen, weil ich kann ja super viel am Handy arbeiten. Das heißt, ich werde erstmal aufstehen und das Erste, was ich mache, ist, dass ich so eine halbe bis eine Stunde auf dem Laufband gehe, dabei meine Nachrichten mache, Mails und so weiter. Und dann habe ich erstmal so eine Grundaktivität geschaffen und kann aktiv in den Alltag starten. Das hier ist das Laufband und was daran ziemlich praktisch ist, man kann es einklappen. Dadurch hat man echt den Vorteil, dass es natürlich überall verstaubar ist. Also man kann es wirklich bis hierhin verkleinern. Wir gehen mit Schuhen da drauf, weil durch dieses einklappbare Design hat es hier eine Kante und das finde ich mit oder ohne Schuhe recht unangenehm, aber ansonsten ist das Ding wirklich super praktisch. Man kann es überall verstauen, man kann es hin und her bewegen. 1A. Ich musste hier drin mal das Licht anmachen. Es ist draußen nämlich sowas von dunkel. Es gibt bei mir jetzt die erste Mahlzeit und zwar kein Porridge, sondern eine Smoothie Bowl. Von Koro habe ich hier einmal dieses Bio Smoothie Bowl Pulver und das will ich heute unbedingt mal ausprobieren. Und zusätzlich mache ich noch ein paar gefrorene Heidelbeeren hinein und ein paar gefrorene Erdbeeren. Und um das Ganze proteinreich zu gestalten, kommt auch noch ein bisschen Evoway in der Geschmacksrichtung Vanilleeis hinzu. Schmeckt so unglaublich gut, weil es schmeckt einfach wie so eine Vanilleschote. Also kennt ihr diesen richtig natürlichen Vanillegeschmack? So schmeckt das, ist aber derzeit leider ausverkauft. Kommt hoffentlich ganz schnell wieder rein. Ansonsten könnt ihr noch Schoko ausprobieren, das ist auch richtig gut. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Ich würde sagen, die Mikros sind schon mal gesichert. Das hat auf jeden Fall gemundet und ich zeige euch jetzt einmal hier ganz kurz die Kalorien. Und zwar 465 Kalorien hatte das Ganze und die Makros sind auch ziemlich gut. 42 Gramm Proteine, 44 Gramm Kohlenhydrate und 10 Gramm Fett. Was gibt's denn hier? Ich bin gespannt. Welche Geschmacksrichtung? Nein. Sagst du nicht? Lass mal probieren. Okay. So, dann testen wir mal. Geruch ist schon mal richtig, richtig gut. Es riecht wirklich wie der Geschmack auch. Dürfen wir es jetzt verraten oder nicht? Nein. Okay. Das ist gut. Mhm. Obwohl die andere Geschmacksrichtung, die wir auch noch haben, mein Favorit bisher ist, muss ich ganz ehrlich sagen, würdest du mir das jetzt geben und ich wüsste nicht, dass es Proteinpulver ist, dann... Schmeckt mega, ne? Ja, ich hätte es nicht gewusst. Ja. Also das ist echt richtig Next Level. So, jetzt kommt mein absoluter Favorit. Da bin ich gespannt drauf. Haben wir noch ein bisschen abgewandelt. Himbeerkokos. Genau. So, ich habe jetzt meinen Favorit nochmal probiert. Das ist voll mein Ding. Im Sommer ist das sowas von nice, wenn man das gekühlt trinkt mit Eiswürfeln.
Keine Worte. Wir machen jetzt noch einen kurzen Abstecher in unser Evo-Gym. Sepp putzt hier gerade das Auto und danach geht's auch direkt los. Ich wollte euch nämlich kurz ein Update geben. Und zwar, ja, nochmal kurz zusammengefasst, wir bauen unser eigenes Gym. Also wir werden dort trainieren, aber auch alle aus dem Team Evo können dort Content shooten und trainieren. Plus wir bauen auch ein Büro da rein. Wir werden ein komplettes Büro verglasen und dort dann natürlich auch arbeiten. Es wird also ja ein Büro, aber auch ein Gym. Dann nehme ich euch natürlich mit und es ist einiges passiert. Die Wände sind jetzt komplett gestrichen. Das muss unglaublich gut aussehen und die nächsten Tage kommt auch schon der Boden und danach die Tage kommen auch schon die Geräte. Also es geht jetzt alles super schnell. Ich gebe euch jetzt aber gleich erstmal ein Update. Na, was haben wir denn da? Evo Sports Fuel Parkplätze. Richtig nice. Dann schließ mal auf. Bist du gespannt? Sehr. Sehr, oder? Schaut mal, es sieht richtig cool aus, obwohl man muss sagen, in live ist das Grau noch ein Ticken dunkler, als es hier auf der Kamera aussieht, aber das wirkt schon mal echt mega cool. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn hier die Geräte drin stehen und hier ist ja der nächste Raum und da steht dann auch noch das Gerüst, das wird komplett verglast und da kommt dann das Büro rein und hier kommen dann natürlich noch die anderen Geräte rein. Boah, das wird einfach nice. Ja, und der Boden wird auch noch ausgelegt. Da kommen dann die schwarzen Matten drauf. Ach, und hier haben wir sie direkt. Das sind die schwarzen Matten, die dann auf den Boden kommen. Die werden wir dann die nächsten Tage selber auslegen. Da bin ich mal gespannt, wie das so klappt. Auf geht's ins Gym. Auf geht's. Bist du bereit? Born ready. Born ready, was steht bei dir an? Schultern und Arme. Schultern und Arme? Ja. Das ist dein neuer Plan? Ja. Jetzt hast du ihn schon veröffentlicht, oder? Mhm. Letztes Mal habe ich dich gefragt, hast du nichts dazu gesagt? Warte mal. Was? Da war es noch top secret. Ah, jetzt nicht mehr? Nee. Jetzt geht's ab ins Pull-Training. Ich habe vor 2 Tagen Push trainiert und bin wirklich super, super, super leicht eingestiegen. Und ich habe trotzdem Muskelkater bekommen, also schon ganz schön Muskelkater. Und das liegt natürlich daran, dass ich jetzt im Urlaub, ich sag mal, den Deload vom Deload vom Deload gemacht habe. Also ich habe meinen Deload in diese Zeit gelegt, aber ich habe ehrlich gesagt immer nur nach Lust und Laune trainiert. Wirklich nur dann, wenn es einfach reingepasst hat, wenn ich wirklich Bock drauf hatte. Und dementsprechend bin ich natürlich ganz schön dekonditioniert. Und wie gesagt, ich bin eigentlich auch leicht angestiegen, aber anscheinend war das trotzdem noch zu schwer, beziehungsweise trotzdem noch zu viel. Ich hatte nämlich auch die Sätze reduziert. Deswegen werde ich heute auch echt Piano machen. Ich denke, sonst schieße ich mich komplett aus dem Leben. Hier mal ein kleiner Zwischenstand. Ich habe bis jetzt 9525 Schritte gemacht. Liegt natürlich am Laufband. Und ich zeige euch mal, wie viel Kalorien ich angeblich bis jetzt verbrannt habe. 1546 würde ich persönlich als viel zu niedrig einstufen. Und deswegen auch nochmal hier der Rat. Die Apple Watch ist natürlich nur ein Richtwert und nie wirklich genau. Deswegen sollte man das immer an die eigenen Erfahrungswerte anpassen. So, ich bin jetzt noch 15 Minuten auf dem Laufband gegangen und nebenbei gab es hier noch den Craft. Den habe ich jetzt vor dem Training getrunken, das ist ja unser Pump Booster, sodass ich dann gleich im Training einen richtig guten Pump bekomme. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Trainings-Voiceover. Kurze Info vorab, dieses wunderschöne Outfit, was ich hier anhabe, ist natürlich wieder von Gymshark und die Hose und der Sport-BH sind aus der Adapt Camo Kollektion und kommen ganz bald online und das ist wirklich meine liebste Trainingskollektion von Gymshark. Die sitzt so, so gut, könnt ihr gleich nochmal in der vollen Pracht begutachten. Zu der Kollektion kriege ich immer total viele Fragen, also folgt mir unbedingt auf Instagram, denn da halte ich euch auf dem Laufenden, wenn diese Kollektion gelauncht wird. Und heute zum Beispiel wird die Vital Seamless Kollektion in ganz neuen Farben herausgebracht. Also schaut da unbedingt vorbei. Den Link findet ihr natürlich in meiner Bio. Da ist zum Beispiel so ein übelst nices Lila dabei. Also wirklich hervorragend sieht das aus. Das Ziel vom heutigen Training war, wie gesagt, in mein Training wieder einzusteigen und keinen Muskelkater zu bekommen. Das ist nämlich immer das Problem, wenn man einen Deload gemacht hat und dann zu schwer einsteigt. Dann bekommt man nämlich sehr starken Muskelkater, wodurch man dann die Frequenz der nächsten Tage nicht mehr einhalten kann und das ist natürlich nicht so optimal. Als erste Übung habe ich Hip Thrust gemacht, da habe ich das Gewicht reduziert, aber die Sätze sind gleich gewesen, also 4 Sätze habe ich gemacht und dann kam auch schon die erste Rückenübung, Rudern zur Brust. Das ist ja mein Push-Pull-Plan, das heißt, ich habe sowohl Übungen für den Rücken, aber auch für die Beine mit drin. Eine Rudervariante mit abgespreizten Armen ist meiner Meinung nach eine Pflichtübung für jeden im Gym, da du dadurch die Rhomboiden und den Trapez richtig gut belasten kannst und das sorgt wiederum
darum, für eine sehr, sehr gute Haltung hatte ich lange mit Problemen und genau die Übung sowie Facepull sind da wirklich Game-Changer-Übungen. Müsst ihr probieren. Ich arbeite in meinem Plan super gerne mit Supersätzen und in diesem Fall mache ich gerade Kickbacks im Supersatz mit Latzin. Diese zwei Übungen lassen sich zum Beispiel sehr gut kombinieren, da man zwei unterschiedliche Muskelgruppen trainiert. Machst du einen Supersatz mit der gleichen Muskelgruppe, dann klaust du dir da die Leistung und dementsprechend wird sich das auch auf deinen Muskelaufbau auswirken. Wie immer gilt, wenn du da total Bock drauf hast, die gleiche Muskelgruppe im Supersatz zu trainieren, dann go for it. Ich möchte euch einfach nur die Tipps hier auf den Weg geben und was ihr dann damit macht, ist ja euch letztendlich selber überlassen und Training muss immer Spaß machen, ganz, ganz wichtig, denn sonst bringt es euch letztendlich auch nichts. Beständigkeit ist das A und O, das ist wirklich an höchster Stelle, wenn man Erfolge sehen möchte. Und hier mal ganz kurz ein kleiner Tipp zu Kickbacks. Versucht den Winkel im Knie gleich zu lassen. Wenn ihr das Bein also leicht angewinkelt habt, dann lasst das auch so. Wenn ihr zum Beispiel das Knie anwinkelt und dann ausstreckt, sodass es in der Endposition gerade ist, dann muss der Oberschenkel mitarbeiten. Das wollen wir ja nicht. Wir möchten ja isoliert den Booty belasten. Und hier seht ihr jetzt den nächsten Supersatz und zwar Facepulls im Sitzen und Crunches am Kabelturm. Beides mega gute Übungen. Facepulls habe ich ja eben schon erwähnt. Super, super nice, gerade für die hintere Schulter, denn da verbessert man auch wieder die Haltung und ich habe auch gemerkt, ich hatte eine ganz lange Zeit Rückenschmerzen. Das ist dadurch wirklich weggegangen. Ich mache das immer in Kombination mit Facepulls mit Außenrotation, also an einem Tag ganz normal, am anderen Tag dann zum Beispiel mit Außenrotation, komme ich super gut mit klar und auch die Crunches am Kabelturm sind eine super Übung, weil du dich hier progressiv steigern kannst. Das ist zum Beispiel bei normalen Crunches nicht so. Irgendwann kannst du ganz, ganz viele Wiederholungen machen. Das heißt, dein Körper passt sich nicht mehr in Form von Muskelaufbau, sondern Ausdauer an und das wollen wir vermeiden und hier kannst du das eben machen. Du kannst mit Gewicht arbeiten, muss man sich ein bisschen reinfinden in die Übung. Die ist jetzt ja am Anfang ein bisschen komisch, aber ich finde sie jetzt mega, mega nice. Und hier solltest du unbedingt darauf achten, dass du deine Brust zu deiner Hüfte hin einrollst. Das heißt, wenn du deinen Oberkörper ganz starr einfach nur nach unten bringst, dann arbeitet nicht dein Bauch, denn die müssen in Dehnung und Kontraktion gebracht werden. Deswegen musst du dir vorstellen, dass du dich so ein bisschen einrollst, einigelst. Und dann ist das wirklich eine super Bauchübung. Und zum Schluss gab es dann auch noch Beinbeuger im Liegen. Bald im Gym haben wir auch eine richtig gute Beinbeugermaschine im Sitzen, die eigentlich immer einen Ticken besser ist als die im Liegen. Und deswegen werde ich dann auch darauf zurückgreifen. Und das war es auch schon mit meinem Trainings-Voice-Over. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ganz viel Spaß mit dem weiteren Vlog. Training durch! Was? Ja, sehr gut. Ja, sehr gut, ne? Gut. Das erste, nee, das zweite richtige Training nach dem Urlaub. Ja, nee, das dritte bei mir. Ach so. Ich war fleißig. Du warst fleißig? Mhm. Bei mir war es auch richtig cool. Es hat so viel Spaß gemacht, mal wieder richtig zu trainieren. Falls ihr meinen letzten Diät-Einkaufs-Vlog gesehen habt, dann habt ihr bestimmt diesen körnigen Frischkäse auch gesehen. Und ihr habt mich gefragt, was ich für ein Rezept mit Rote Beete manchmal mache. Und das ist zum Beispiel eins, was ich ganz lecker finde. Und das ist auch super proteinreich. Und zwar ist da einmal der körnige Frischkäse drin, dann haben wir hier Tomätchen und eben Rote Beete mit drin. Und was da jetzt noch drüber kommt, ist einmal hier dieser dunkle Balsamico und ein bisschen Salz. Und das schmeckt echt richtig nice. Und ich zeige euch jetzt einmal hier kurz die Nährwerte. Also ihr seht hier einmal die Zutaten. Es hat nur 216 Kalorien, 33 Gramm Proteine, 17 Gramm Kohlenhydrate und 1 Gramm Fett. Die Fette sichere ich heute Abend auf jeden Fall noch. Aber die Nährwerte sind super, oder? So sieht es jetzt vermischt aus. Also ich sag mal so, den Schönheitswettbewerb gewinnt es nicht, aber es schmeckt echt ganz nice. Und gerade mit den Zutaten ist das schon ein super Post-Workout-Meal. Und man hat hier auch dann die Rote Beete mit drin, also ein bisschen Eiweiß. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Bei uns gibt es heute Indisch. Guten Tag.